wissen, was du so liest. Du hast einen ganzen Stapel Bücher mitgebracht. Vielleicht fangen wir mal an. Was hat man bei dir zu Hause so gelesen? Aus welchem Elternhaus kommst du? Also bei mir zu Hause waren vor allen Dingen so die Klassiker, also so Hesse, Böll und alles, was man halt so als Pflichtlektüre auch im Unterricht früher hatte. So, das war auch bei meinen Eltern, glaube ich, das, was gelesen wurde. Ist das schon so ein alternativer, linker, ökologisches Elternhaus gewesen, oder? Ich würde schon eher sagen, also sie waren auch so 68er und danach und war eher schon auch alternativer, aber es waren jetzt nicht unbedingt Eltern, die da total drin waren, sondern auch welche, die jetzt ein ganz normales Leben geführt haben, eigentlich diejenigen, die jetzt die ganz normale Elterngeneration ist, so Mittelschicht. Aber vermutlich auch welche, die großen Wert darauf legten, dass ihr Sohnemann nur Wertvolles liest und Wichtiges und Tiefes und nicht irgendwelchen kommerziellen Quatsch, oder? Nee, so viel Wert haben sie darauf nicht gelegt. Also jedenfalls habe ich nie so den Druck empfunden, dass meine Eltern gesagt haben, nun liest doch mal ein gutes Buch oder so, sondern ich war eigentlich eher so derjenige, der dann sich das gute Buch genommen hat und die Eltern hatten, ah, du liest ein Buch, das kenne ich auch, so irgendwie nach dem Motto. Also haben sie dich eher vernachlässigt und haben ihr eigenes Ding gemacht, wie viele 68er-Eltern. Ja, vielleicht spielt das auch mit da rein.